Der European Photo Exhibition Award, kurz EPEA, ist ein Gemeinschaftsprojekt vier europäischer Stiftungen. Der Fondazione Banca del Monte di Luca in Italien, der französischen Delegation der Calouste Gulbenkian Foundation, der Fritz-Ort-Stiftung in Norwegen und der Körber-Stiftung in Deutschland. 12 junge professionelle Fotografen aus verschiedenen europäischen Ländern werden von vier Kuratoren ausgewählt und eingeladen, zu einem gesellschaftspolitischen europäischen Thema zu arbeiten. Die Kuratoren werden jeweils von den Stiftungen benannt. Die Einzel- und Gruppenarbeit führt am Ende des Projektes zur Entstehung einer gemeinsamen Wanderausstellung und zeigt das Talent sowie die künstlerischen und professionellen Fähigkeiten jedes Einzelnen. Das Projekt zielt darauf ab, ein Europa von unten aufzubauen, sagt Alberto Del Carlo. Also nicht das Europa der Märkte oder der Mächtigen, sondern das Europa der Menschen. Das ist es, was wir brauchen. Der einzigartige Ansatz von EPEA liegt in der Zusammenführung verschiedener Sichtweisen auf ein gemeinsames Thema. In zwei Vorbereitungsworkshops werden die einzelnen Projekte vorgestellt, diskutiert und unter der Leitung der Kuratoren gemeinsam ausgearbeitet. Well, this is, it's in Italian, but it's like making fun of the brain size of a smart owner. I think this is great. Hier habe EPEA die seltene Möglichkeit geboten, sich mit anderen Fotografen und Kuratoren auszutauschen, sagt Simona Gizzoni. Ein Erlebnis, denn für gewöhnlich arbeite man als Fotograf für sich allein. Auch komme es selten vor, dass man sich gemeinsam mit einem Thema beschäftige. So habe sie auch die Lösungsansätze und Interpretationen der anderen kennengelernt. Dank dieser gemeinsamen Arbeit genügen die Bilder in der Ausstellung nicht nur ästhetischen Ansprüchen. Sie repräsentieren die persönliche Interpretation der Welt und sind zugleich Ausdruck der Begegnung verschiedener Persönlichkeiten. Sie schaffen Gemeinschaftsgefühl. Die Idee zu dem internationalen Projekt wurde 2010 von Klaus Wehmeyer von der Körber-Stiftung ins Leben gerufen. Nach intensiven Gesprächen mit potenziellen internationalen Partnern entstand ein Team aus vier Stiftungen. Im Januar 2011 traf man in Hamburg zusammen, um den Grundstein für die erste Ausgabe von EPEA zu legen. Sie trug den Titel European Identities, europäische Identitäten. Die vier Stiftungen ernennen je einen Kurator. Enrico Stefanelli, Fotograf, Gründer und Veranstalter des Festivals Fotolux, vertritt Italien. Der freie Fotograf Rune Eraker, Norwegen. Sergio Mar ist Kurator und Soziologe in Portugal. Ingo Taupon arbeitet als Kurator am Haus der Fotografie der Deichtorhallen Hamburg. Ihr Wissen und ihre langjährige Erfahrung sind für die Fotografen, die am Anfang ihrer Karriere stehen, von unschätzbarem Wert. Von der Projektidee bis hin zur endgültigen Präsentation werden die Fotografen durch ihren Kurator individuell betreut. Federführend bei der Ausrichtung der Ausstellungen an den verschiedenen Veranstaltungsorten ist der jeweilige Kurator vor Ort. So sind die Fotografien stets neu zu entdecken. Kurze Einarbeitungszeit ins Thema findet ein erster gemeinsamer Workshop statt. Hier haben die Fotografen die Möglichkeit, einander kennenzulernen und den Kuratoren zu erläutern, wie sie das Thema fotografisch umsetzen wollen. Nach ein paar Monaten trifft sich die Gruppe nochmals, um den Stand der Fotoprojekte zu beurteilen und die eigene Herangehensweise vorzustellen. Hier ist Platz für konstruktive Kritik und Prüfung des Projekts durch die Kuratoren und Kollegen. Die gemeinsamen Workshops sind für alle Teilnehmer eine Bereicherung, da sie sich sonst oft nur anlässlich von Ausstellungen oder Preisverleihungen begegnen. Die Workshops finden in renommierten Ausstellungshäusern statt, so im Haus der Fotografie der Deichtorhallen in Hamburg. Die bisherigen EPEA-Ausstellungsorte waren das Nobel Peace Center in Oslo, der französische Sitz der portugiesischen Calouste Gulbenkian Foundation in Paris, der Palazzo delle Esposizioni in Lucca
und das Haus der Fotografie der Deichtorhallen in Hamburg. Das diesjährige Thema Shifting Boundaries ist hochaktuell. Auf Deutsch zu beschreiben als Grenzen, die schwer zu fassen sind und Verschiebungen unterliegen. Als das Thema vor mehr als 2 Jahren gesetzt wurde, war eine solche Präsenz und Resonanz in unserem heutigen Alltag noch kaum absehbar. Eine der besten Möglichkeiten, die Geschichte Europas zu verstehen und sich ihr anzunähern, ist über die andauernden und komplexen Veränderungen und Transformationen unserer Zeit nachzudenken. Die jungen Fotografen sind aufgefordert, die Zeichen dieser Veränderungen zu lesen, als Symptome eines dynamischen Prozesses, einer Entwicklung, die nicht nur die Realität formt, sondern auch unsere Vorstellung davon, die Bilder und unsere Wahrnehmung. Nach den Präsentationen in Paris und Viareggio bietet nun die Ausstellung in Hamburg die Möglichkeit, sich den verschiedenen Ansätzen der Fotografen zu widmen und sich ein eigenes Bild von den Grenzverschiebungen zu machen.